Die Welt braucht neue Kunst. Nicht nur neue Musik, sondern ganz grundsätzlich neue Kunst. Denn Kunst ist immer neu, denn es gab zu allen Zeiten Künstler, Künstlerinnen, die Kunst produziert haben. Und so ist es in der Musik genauso heute wie vor 100, vor 200 Jahren. Es gibt Menschen, die haben neue Ideen für neue Musik. Und die wahrzunehmen, uns von ihnen herausfordern zu lassen, uns von ihnen überraschen zu lassen, das sollten wir uns heute genauso wenig nehmen lassen wie vor 200 Jahren. Ich empfehle, viel zu hören. Ich empfehle, hier in unsere Vorabveranstaltungen zu gehen. Das ist was, was uns hier im Haus sehr wichtig ist. Denn natürlich ist neue Musik nicht immer leichte Kost, weil sie neu ist. Sie wurde so noch nie geschrieben und auch von uns noch nie gehört. Das heißt, wir müssen sie erst kennenlernen. Und deshalb bieten wir hier ganz viel, um eine Komponistin, einen Komponisten kennenzulernen. Wie schreibt jemand, wie denkt jemand über Musik? Warum ist das so komponiert, wie es eben dort steht? Und wenn man dann Feuer gefangen hat, dann einfach nochmal kommen und nochmal hören, dann könnte man an einem Komponisten oder an einer Komponistin dranbleiben und wirklich einen tiefen Einstieg finden. Was anstrengend ist und was nicht, das sind die Menschen natürlich ganz unterschiedlich. Aber was wahrscheinlich von vielen als Herausforderung empfunden wird und aber auch schon seit 100 Jahren empfunden wird, ist, dass sich zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Musikgeschichte die Tonalität aufgelöst hat, also immer weiter zugespitzt hat. Es kamen immer mehr Dissonanzen, immer mehr schräge Töne in eine Musik und irgendwann gab es dann keinen tonalen Punkt mehr, an dem sich das Ohr festhalten konnte. Das löst sich ab Beginn des 20. Jahrhunderts auf. Es gibt zunehmend keine harmonische Stabilität mehr. Dafür gab es aber etwas anderes, und zwar wurde die Klangfarbe immer wichtiger. Und die Klangfarbe wiederum, die hat eigentlich jemand wie Richard Wagner schon sehr ins Spiel gebracht. Wenn man an das Vorspiel zum Rheingold denkt, da steht über Minuten lang eine Harmonie S-Dur, wird aber gespielt von ganz unterschiedlichen Instrumentengruppen. Das heißt, die Farbe dieses S-Dur ändert sich permanent. Das ist ein Punkt, den Debussy weitergedacht hat und viele, viele andere Komponisten immer weiter die Farbe der Musik von Instrumentengruppen, Instrumentenfarben größer gedacht, bis sie schließlich in manchen Kompositionen übernommen haben. Und das ist etwas, wo ich denke, wo zum Beispiel auch Raja Czernowin in ihrem Stück Heart Chamber, das wir hier uraufführen, einen ganz großen Wert eben auf unterschiedliche Farben legen wird. Im großen Haus haben wir Uraufführungen, die normalerweise das Setting eines Guckkastens nicht verlassen. Wir sitzen im dunklen Zuschauerraum, das Orchester sitzt im Graben und auf der Bühne wird uns eine Geschichte erzählt, ein Musiktheater. Das wird bei Raja Czernowin ein wenig aufgelöst, denn sie arbeitet mit Raumklang. In der Tischlerei wiederum arbeiten wir permanent mit komplett anderen Formationen, Zuschaueranordnungen. Es gibt selten die Situation, dass wir auf ein Geschehen schauen, sondern wir befinden uns meistens mittendrin. Wir lagen schon auf dem Boden, wir sind herumgegangen in der Tischlerei. Die Musikerinnen, die Sängerinnen kommen uns ganz nah. Es geht darum, in der Musik zu sitzen. Ein Regisseur, eine Regisseurin hat beim neuen Musiktheater natürlich die Aufgabe, sich weit vor der Uraufführung mit einem Stück zu beschäftigen, das es noch gar nicht gibt, und trotzdem ein Konzept dafür zu entwickeln. Ein Bühnenbild, Kostüme, alles was dazugehört. Das so ein bisschen ins Blaue hinein, denn meistens gibt es ein paar Skizzen, aber sonst nichts. Das heißt, der Regisseur begibt sich auf eine noch viel größere und aufregendere Reise als sonst, denn mit dem Entwickeln von Kostümen und Bühnenbild entwickelt sich auch parallel die Musik. Und im Idealfall gibt es sehr viel Kommunikation zwischen Komponistin und Regie-Team und quasi alles wird parallel hochgefahren, aber jeder ist immer wieder auch komplett im Dunkeln, weil er nicht weiß, woran arbeitet der andere im Moment. Musik.
gab natürlich zu allen Zeiten neue Musik, die von vielen nicht verstanden wurde oder eine Herausforderung war. Gleichzeitig gibt es das Phänomen, dass diese neue Musik, wenn sie irgendeinen Kern hatte, der überzeugend war, einige Jahre später plötzlich geliebt wurde. Ein gutes Beispiel ist Stravinsky, Le Sacre du Printemps. Bei der Uraufführung ein großer, großer Skandal. Man wollte diese Dissonanzen damals nicht hören. Heute ist es einer der oft gespielten Klassiker von Stravinsky. Und so ist natürlich die Frage, ob sich die Uraufführungen, die wir heute spielen, die von vielen gemocht werden, für andere vielleicht zu anstrengend klingen, dann in 50 oder 100 Jahren auch zu den Klassikern entwickeln, die dann die Opernhäuser im Repertoire haben, wie ein Mozart oder ein Verdi. Meine persönlichen Highlights sind eigentlich immer die, die als nächstes kommen, weil mit denen beschäftigt sich man sehr viel. Ich freue mich wirklich sehr auf Raya Chernowin und Heart Chamber, weil ich glaube, dass da ganz viele sehr neue und noch nie gehörte Klänge auf uns treffen werden. Ich freue mich sehr auf die Schneekönigin, weil das ein sehr vitales Musiktheater für Kinder sein wird, mit Musikerinnen, die nicht hinterm Notenständer verschwinden, sondern die eine Rolle spielen. Ein Tubist spielt einen Elch zum Beispiel. Wir sitzen dort in einer Arena-Situation, das heißt, wir sind ganz nah dran. Das wird sicher für die Kinder ein großes Erlebnis sein, so dicht an musikproduzierenden Menschen zu sitzen. Wenn ich zurückblicke, dann war sicher Helmut Lachenmann, das Mädchen mit den Schwefelhölzern, auch so ein Ohrenöffner. Das war für mich damals ein ganz besonderes Erlebnis, wie ein gesamtes Haus gemeinsam die normalen Elemente eines Musiktheaters hinterfragt. Was ist Schönheit? Was ist Musik? Ist ein Geräusch auch Musik? Und was erzählen wir eigentlich auf der Bühne? Ist das immer eine Geschichte oder kann das auch durch die Musik, wie bei Helmut Lachenmann oder auch bei Raya Chernowin jetzt, selbst erzählt werden?